ob es um Entscheidungen auf dem Finanzmarkt geht oder um Prognosen in politischen Konflikten, häufig greifen die Akteure auf spieltheoretische Modelle zurück. Doch inwieweit kann die Spieltheorie verlässliche Aussagen über den Ausgang eines Spiels machen? Und wo liegen ihre Grenzen? Spieltheoretische Modelle sind heute fester Bestandteil wirtschaftswissenschaftlicher Forschung und Lehre. Sie haben die globale Wirtschaft längst durchdrungen. Hier an den internationalen Börsen, den Seismographen der Weltwirtschaft, ist die Spieltheorie in den unterschiedlichsten Varianten omnipräsent. Die jüngste Finanzkrise 2008 wirft die Frage auf, weshalb konnten die vermeintlich übergenauen mathematisch basierten Theorien den Crash nicht verhindern? Theorien, die davon ausgehen, dass Investoren vernünftig denken und jeweils nach rationalen Gesichtspunkten handeln. Aber es gibt systematische Abweichungen, weil der Mensch nie hyperrational entscheidet. Seine Entscheidungen hängen ab von Informationsstand, kultureller Herkunft, emotionaler Verfassung, um nur einige Faktoren zu nennen. Die Finanzkrise, der Börsencrash, ist ein dermaßen komplexes Phänomen, von so vielen einzelnen Punkten getrieben, dass ich im Moment nicht absehe, dass man das Spiel theoretisch lückenlos und befriedigend erklären kann. Klar scheint Folgendes zu sein, dass im Rahmen dieser finanziellen Probleme Anreize eine große Rolle gespielt haben. Und das führt uns darauf zurück, dass Menschen auf Anreize reagieren. Sehen Sie, wenn Sie beispielsweise im Finanzsektor Entlohnungen danach haben, dass die besonders hohe Risiken nehmen, die besten Chancen haben, die allergrößten Bonuszahlungen zu bekommen, dann ist die Konsequenz eine ganz einfache. Sie werden diese Risiken nehmen, solange Sie nämlich, wenn die Risiken schiefgehen, nicht selber damit ein Problem bekommen. Mittlerweile sind viele Ökonomen davon überzeugt, dass Menschen, wenn es um Geld geht, sich häufig unberechenbar verhalten und dass Emotionen eine viel größere Rolle spielen als bisher angenommen. Deshalb kam es unter anderem zu panikgesteuertem Handel, der die Aktienkurse weiter abstürzen ließ. Zur Politik. Der amerikanische Präsident Barack Obama hoffte, durch wirtschaftliche Sanktionen und die daraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen, wie ein fallender Rubel oder unsichere Energieerlöse, den russischen Präsidenten Wladimir Putin zum Umdenken zu bewegen und so die Annexion der Krim rückgängig zu machen. Vergeblich. Unter Umständen spielen hier irrationale Faktoren eine Rolle, wie Macht, historische Bedeutung einer bestimmten Region, wie Ansehen im Inland wie auch im Ausland, wie den Ruf, ein harter Hund zu sein und nicht gleich nachzugeben. Und da begeht man leicht einen Fehler, wenn man glaubt, dass die Zielfunktion ausschließlich monetär wäre. Putin und Obama haben sich gleichermaßen in eine diplomatische Sackgasse manövriert, in der sich keiner der beiden leisten kann, jetzt einen Rückzieher zu machen. Ein Pokerspiel zwischen zwei Mächten, dessen Ausgang immer noch ungewiss ist. Daher ist es zweifelhaft, ob man überhaupt allgemeine Aussagen darüber treffen kann, wie Menschen sich in strategischen Situationen verhalten werden. Schließlich sind Menschen sehr verschieden und entscheiden nicht nur nach rationalen, auf Eigennutz ausgerichteten Kriterien, wie es die klassische Spieltheorie lange annahm. Ganz viele Menschen sind konditional kooperativ. Was heißt das? Konditional kooperativ bedeutet, ich bin gern bereit, mit Ihnen zu kooperieren, keinen Konflikt einzugehen, wenn ich erwarte, dass Sie es auch tun oder wenn ich schon erlebt habe, dass Sie es auch tun. Das bedeutet, dass wir so wie ein bisschen Tit for Tat spielen. Wie du mir, so ich dir. Ja, wenn ich erwarte, dass Sie mit einer positiven Haltung in unsere Beziehung reingehen, mir einen Vertrauensvorschuss geben, kann ich Ihnen das auch tun. Die auf Statistik basierte Analyse der Spieltheorie kann nur bestimmte Parameter berücksichtigen. In der Vielschichtigkeit der Welt können Menschen nicht alle Informationen berücksichtigen, die ihre Entscheidungen auch unbewusst beeinflussen. Ich bin etwas weniger optimistisch, dass die Spieltheorie allein uns dazu helfen wird, Konflikte in der Zukunft zu vermeiden.
da wäre ich ein Fan davon, dass wir möglichst viele Instrumente verwenden, also nicht nur theoretische Konzepte, sondern auch Sozialverhalten. Da brauchen wir Psychologen, da brauchen wir Soziologen, da brauchen wir Politologen, um beispielsweise internationale Konflikte besser verstehen und auch vielleicht verhindern zu können. Und da geht es nicht nur mit theoretischer Forschung alleine. Ob das die Lösung ist? Auf komplexe gesellschaftliche Probleme bezogen, scheinen spieltheoretische Modelle schnell an die Grenzen ihrer Aussagekraft zu kommen.